Kommunikation ist eingeschränkt und ich habe unseren Sicherheitsbehörden weitreichende Rechte eingeräumt. Zusätzlich zu diesen Maßnahmen müssen alle Androiden den Behörden übergeben werden, und zwar unverzüglich. In allen größeren Städten wurden vorübergehend Lager errichtet, um sie zu erfassen und zu zerstören. Ich rufe jetzt alle Zivilisten auf, mit den Behörden zu kooperieren und darauf zu vertrauen, dass wir alles, was in unserer Macht steht, tun, um die Sicherheit unserer Nation zu garantieren. Madam President. Das klang aber jetzt nicht gut. Madam President. Ach hier, guck mal. Wurde der Anführer der Abweichler festgenommen? Der Abweichler, der Marcus genannt wird, wurde bisher noch nicht gefunden, aber wir werden ihn sehr bald aufspüren und dann neutralisieren. Bitte! Stimmt es, dass Androiden unsere IT-Systeme hacken können, wie Atomkraftwerke und Militärbasen? Alle Androiden in sensiblen Bereichen wurden neutralisiert und alle IT-Systeme wurden sicherheitshalber unterbrochen, um Hacking zu verhindern. Die Situation ist unter Kontrolle. Das glaube ich nicht. Eine Ladung medizinisches Kobalt soll verschwunden sein. Angeblich wurden auch Armeewaffen gestohlen. Können Sie das bestätigen? Mir liegen dazu keinerlei Informationen vor. Bitte! So, hier, Rückrufzentren, Jericho-Angriff, öffentliche Meinung. Abweicher, bitte. Intelligentes Leben, Cyberlife. Viele halten Androiden für eine neue, intelligente Lebensform. Was sagen Sie dazu? Das ist lächerlich. Sie ist aber nicht überzeugt. Die nächste Frage, bitte. Madam President. Madam President, die öffentliche Meinung zu den Abweichlern scheint zunehmend positiv zu sein. Besonders seit diese auf einen friedlichen Weg setzen. Welchen Standpunkt vertreten Sie? Die öffentliche Meinung ist eins, die Sicherheit des Landes etwas anderes. Die Abweichler sind gefährlich und meine oberste Priorität ist der Schutz des amerikanischen Volkes. Danke. Das wäre alles. Also die kriegt kein Recall-Status. Cyberlife. Stark bewacht. Oh, Connor. Connor, Modell 313-248-317. Ich werde erwartet. Identifikation erfolgreich. Okay. So einfach geht es. Na, wo ist das Unvorhergesehene? Das ist ein sehr hoher Turm. Mir nach. Wir begleiten dich. Danke. Aber ich kenne den Weg. Vielleicht. Aber ich habe meine Befehle. Oh oh. Okay. Dann folge ich der Wache. Großes Gebäude. Ja, ich folge immer noch der Wache.
Agent 54, Ebene 31. Stimmerkennung bestätigt. Was ist denn Ebene 31? Erreiche das Lager auf Etage 49. Okay. Da fehlen ja dann nur 18 Etagen. Okay. Was denn jetzt? Gucken, ob das funktioniert. Auf. Oh. Eieieiei. Kaputt. So, dann benutzen wir mal das Feld jetzt. Bitte geben Sie Ihre Identität und Ihr Ziel an. Agent 54, Ebene minus 49. Stimmerkennung bestätigt. Nett. Der wusste schon, mit der eigenen Stimme komme ich nicht weit. Oh, wo sind wir jetzt? Erreiche den Busbahnhof. Der letzte Bus fährt in 20 Minuten. Das lässt uns nicht viel Zeit. Wir müssen uns beeilen. 20 Minuten. Da ist irgendwas. Alles in Ordnung? Na, ich glaube, die geht kaputt. Mir ist so kalt. Ich hab doch hier reingeguckt. Ich weiß nicht, was ich hier machen kann. Ich kann nur reingucken. Okay. Ich kann wirklich nur reingucken. Ich kann nichts anderes machen. Eine Waffe. Oh. Es geht nur um unsere Sicherheit. Na komm. Lass uns gehen. Oh. Tut sie mir nicht. Was sollen wir jetzt tun? Wir retten sie. Wir müssen weiter, wenn wir den Bus kriegen wollen. Bleib dicht bei mir. Wir werden uns einfach an ihn vorbeischleichen. Na gut. Wir schaffen das, Alice. Ich verspreche es. Bitte nicht! Ich hab nichts getan! Das hab ich gesagt! Sind das von dir? Guck dir doch diese Ratten an! Je mehr man guckt, desto mehr findet man. Ich hoffe, wir sind nicht die ganze Nacht hier. Ich friere mir den verdammten Arm ab. Das wird Wochen dauern, diese Scheißstadt zu säubern. Glaub mir, wir sind hier noch lange nicht fertig. Da sind überall Soldaten. Wir müssen vorsichtig sein. Na los, Bewegung! Beeilung, rein da! Der Drüben!
Wir können nichts tun, Alice. Die Soldaten sind überall. Wir können ihn nicht hier lassen. Sie werden ihn töten. Ja. Wir müssen wieder eine Entscheidung treffen. Okay, gehen wir. Wie soll ich den denn retten? Hey, Kumpel. Das ist ein Irrtum. Ich bin ein Mensch. Ich will nur nach Hause. Meine Frau erwartet mich. Und wir müssen alle Zivilisten überprüfen. Nein! Nein! Bitte! Badabum. Scheiß Androiden. Gar nicht so einfach, diesen blöden Bus zu kriegen. Finde eine Waffe. Ich habe eine Waffe. Nähere dich langsam. Kara! Du hättest dein Leben nicht riskieren sollen. Wo ist Alice? Sie hat sich versteckt. Kara, du hast uns gerettet. Wie können wir dir nur danken? Los, bevor sie dich sehen. Alice! Luther! Ich dachte, du wärst tot. Ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Ich wollte euch am Busbahnhof treffen. Aber sie haben mich geschnappt. Los jetzt. Wir sind nah dran, aber die Zeit drängt. So. Komme ich denn da hin? Hau du mal! Geh weg! Oh! Dreh dich weg! Dreh dich weg. Ist das der Bus? Oh oh. Ein Kontrollpunkt. Wir haben Pässe, es sollte okay sein, aber man weiß ja nie. Vielleicht sollten wir lieber einen Umweg machen. Wir haben es eilig, der Bus fährt bald. Aber es wäre sicherer. Das stimmt. Wähle einen Weg. Umweg sicherer. Komm, wir haben noch Zeit. Es wird super knapp. Uns live aus Detroit, wo Tausende von Androiden gerade durch die Straßen der Stadt marschieren. Der Anführer der Abweichler, von ihnen Marcus genannt, ist an der Spitze des Marsches. Es passiert etwas in Detroit, Madam President. Ich guck da wohl blöd. Okay, geh auf das Lager zu. Aha, guck mal hier. Bleib stehen. Okay. Wenn ich die Steuerung loslasse, bewege ich mich nicht mehr. Ist ja auch schön. So, jetzt bin ich gespannt.
Befreie die Androiden, geh auf das Lager zu, überzeuge die Menschen. Das wird nicht einfach. Es ist soweit. Der Moment der Wahrheit. Und alle guckt zu, die ganze Welt guckt zu. Wir wollen keine Konfrontation. Wir protestieren hier friedlich. Ich wiederhole, ergebt euch oder wir eröffnen das Feuer. Machen Sie den jetzt? Es gibt kein Zurück. Wir möchten, dass ihr alle Androiden aus den Lagern freilasst und sofort die Angriffe auf uns einstellt. Wir sind friedlich. Gewalt ist keine Lösung für uns. Ja, hier schön draufhalten. Bis unsere Leute frei sind. Hier weiter. Wollt ihr auf unbewaffnete Demonstranten schießen? Ja, Michael, wir sind weniger als 100 Meter entfernt und beobachten die aktuelle Entwicklung. Wir werden auch weiterhin live berichten. Joss Douglas, Kanal 16. Michael, zurück zu dir. Marcus, was machen wir jetzt? Wir halten durch. Solange wir können. Aufgepasst. Oh. Das wird ein Kampf. Mist. Oh oh. Manu? Boah. Krass, was war das denn? Wandle Androiden um. Kann ich die einfach ansprechen? Aber wie mache ich das denn? Erfülle deine Mission. Ah, da hinten. So, dann wandeln wir mal um. Na komm, komm. Oh. Verdammte Scheißkerl. Bleib zurück, Connor. Und ich verschone ihn. Tut mir leid, Connor. Der Mistkerl ist echt ein Zwilling. Hm. So. Der Busbahnhof. Wir sind da, Alice, geschafft. Aber? Der letzte Bus ist abgefahren. Nein! Bis auf weiteres werden keine Busse mehr eingesetzt. Er ist weg.
Wir sitzen hier fest. Was machen wir denn jetzt? Para! Sie überprüfen jeden. Wir werden schnell auflegen. Wir müssen hier verschwinden. Ich finde einen Weg zu gehen. Oh, wir gehen da lang. Mein Mädchen, du! Du hast meine Tochter entführt! Tod! Security! Hier drüben! Tun Sie das nicht, Tod. Wir sind tot, wenn Sie uns ausliefern. Als Ihre Frau Sie verließ, nahm Sie Ihre Tochter mit. Sie konnten das nicht ertragen und kauften sich einen Androiden. Ein neues kleines Mädchen. Sie wollten sie lieben. Die Vergangenheit vergessen. Doch nichts konnte ihr Kind ersetzen. Ich wollte mir nur beweisen, dass ich ein guter Vater bin. Dass sie falsch lag. Aber ich habe es nochmal versaut. Sie hatte doch recht. Ich hatte sie nicht verdient. Ich vermisse meine Kleine. Du ahnst ja nicht, wie sehr ich sie vermisse. Gibt es ein Problem, Sir? Nein. Ich habe mich geirrt. Tut mir leid. Viel Glück. Na, was ist denn jetzt? Kara, schnell! Mir nach! Folge Adam, okay. Ist Luther da? Ja, Luther kommt. Ich finde einen Weg zu gehen. Die beiden! Oh, Gott sei Dank, ihr lebt. Ich habe gerade überlegt. Oh mein Gott, wir haben die Jericho-Razzia im Fernsehen gesehen. Ich hatte Angst, ihr wärt wegen mir getötet worden. Wie hast du uns gefunden? Ich wusste, wenn ihr es geschafft habt, seid ihr hier. Sie suchen in jedem Haus nach Androiden. Wir mussten weg, bevor uns jemand verrät. Was ist mit den anderen? Sie sind da drin. Sie suchen an der Grenze nach Androiden. Aber ich habe einen Schmuggler gefunden, der sie über den Fluss bringt. Es ist riskant, aber es ist der einzige Weg. Möchtet ihr mitkommen? Ja, wir kommen. Okay, steigt ein. Hm.